Oh. Okay, wir werden nicht unsichtbar. Ich suche mir einen Bagel aus. Spider-Man? Das ist echt lustig. Passiert mir oft. Hey. Spider-Man? Hey, das ist unser Bagel. Okay, Zeit zu schwingen, wie ich es dir beigebracht habe. Wann hast du es mir denn beigebracht? Hab ich nicht. War ein Witz. Hilf bei der Teambildung. Hey. Okay, bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Oh. Das kann ich noch nicht. Weiß doch jeder, man lernt am besten, wenn man unter lebensbedrohlichem Druck steht. Oh, komm schon, komm schon, komm. Da vorne ist er! Was machst du denn da unten? Ich renne besser, als ich schwinge! Du musst schwingen, sonst kriegen sie dich! Das ist doch das, was du wolltest! Zieh mit deinen Hüften! Sieh ein, wo du treffen willst! Ich kann es! Ja, und wie? Mit Doppelklick loslassen und Swift wieder rausschießen. Okay. Swift und loslassen. Swift und loslassen. Swift und loslassen. Naturtalent. Swift. Loslassen. Spürst du den Rhythmus? Swift. Und loslassen. Gut, Miles. Ich muss schon sagen, du bist echt spitze. Wir sind ein kleines Team. Ich der Lehrer, der es noch drauf hat. Du der Schüler, der es auch drauf hat. Nur noch nicht so gut. Ich bin stolz auf uns. Willst du mir auch was sagen? Peter! Wow! Hey Jungs. Gwanda? Ich heiße Gwen, eigentlich. Du kennst sie. Wie cool. Ich bin aus einer anderen Dimension. Ich meine, aus einer anderen Dimension. Ja? Hast du alles gepackt für die Schule? Ja. Jetzt eine Mann. Wo ist mein Laptop? Wo hast du ihn zuletzt gehabt? Hey, wenn ich dich fahren soll, müssen wir jetzt los, klar? Nein, Dad, nein, ich laufe. Persönlicher Chauffeur zum Ersten. Ist schon gut. Hey, Marie, ist denn nur mit denen los? Miles, du musst los. In einer Minute. Du musst los. In einer Minute. Mom, ich muss los. In einer Minute. Papa, ja, Mami, bis Freitag. Okay, Mami, hasta luego. Oh, wen haben wir denn da? Hey, was geht ab? Hey, ich bin nur auf der Durchreise. Hallo, Miles. Krasses Erdbeben letzte Nacht, was? Was redest du denn da? Ich habe letzte Nacht geschlafen wie ein Baby. Wie läuft's in der neuen Schule? Wie geschmiert. Wir vermissen dich, Miles. Ihr vermisst mich? Ich bin doch nicht weggezogen. Warte, du vermisst mich? War ja sowas von klar. Jetzt mal ehrlich, Dad. Laufen wäre prima gewesen. Letzte Nacht gab es erneut ein mysteriöses seismisches Ereignis. Auf Spider-Mans Umfeld heißt es, er ginge dem Profil. Spider-Man. Dieser Kerl schwingt einmal täglich ein, zip-zap-zop mit seiner kleinen Maske und macht, was er will. Stimmt's? Ja, Dad, ja. Ich liebe dich, Miles. Ja, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Ist das dein Ernst? Ich will es hören. Du willst hören, ich sage... Ich liebe dich, Dad. Du setzt mich vor der Schule ab. Ich liebe dich, Dad. Alle sehen zu. Dad, ich liebe dich. Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden. My name is Miles Morales, and in my world, I'm the one and only Spider-Man. That is, until he showed up. And it's a no on the cape. I think it's cool. Spider-Man doesn't wear a cape. All right, you ready? Hey, guys. Who are you? I'm Gwen Stacy. I'm from another dimension. How many more spider people are there? Hey, fellas. This could literally not get any weirder. It can get weirder. My name is Peter Parker. How am I supposed to save the whole world? You can't
can't think about saving the world. You have to think about saving one person. Miles, where did you go? Can Spider-Man turn invisible? Not in my universe. Wow, this is incredible. Some kind of fight or flight thing. What's that? Hey, Peter. I think this is a cape. Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr ja sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt, dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal. Hier, mich gibt's als Comic, als Cornflakes, ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ein semi-gutes Eis am Stiel. Aber es geht hier nicht um mich. Nicht mehr. Spider-Man schwingt einmal täglich rein, zip, zap, zop mit seiner kleinen Maske und macht, was er will. Ich liebe dich, Miles. Ja, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Dad, echt jetzt? Ich will es hören. Sieh dich mal um. Dad, ich liebe dich. Oh, Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden. Mein Name ist Miles Morales. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Also dachte ich jedenfalls. Du weißt, was ein Teilchenbeschleuniger ist, wirst du lieben. Dimension öffnet sich jetzt. Du bist wie ich? Das ist unmöglich. Okay, Kleiner, hör zu. Diese Pommes ist dein Universum. Die ist labbrig, komisch, eklig. Und diese köstliche, normale Pommes ist mein Universum. Du willst also lernen, Spider-Man zu sein. Kannst du es mir beibringen? Ja, kann ich. Zeit zum Schwingen. Ah, gut, du machst es. Doppelklick für loslassen und whip wieder rausschießen. Okay. Schwingen. Und loslassen? Sehr gut. Und schwingen. Hey, Jungs. Wer bist du? Ich bin Gwen Stacy. Ich bin aus einer anderen Dimension. Wie viele Spider-Leute gibt's denn noch? Hey, Freunde. Hallo. Also schräger kann's jetzt wirklich nicht mehr werden. Doch, kann es. Okay. Wir müssen zurück in unsere Universen. Bye. Brooklyn wird kollabieren. Meine Familie lebt in Brooklyn. Wow, 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 wow. Miles, was ist los? Das war nie deine Stadt. Es ist meine. Wenn ich den Beschleuniger nicht zerstöre, gibt's kein Zuhause mehr, in das wir nach Hause gehen können. Denk dran, was dich von anderen unterscheidet. Los geht's! Das macht dich zu Spider-Man. Officer, ich liebe Sie. Warte, was? Darüber, darüber! Hierüber, 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 hier, hierüber! Können Tiere in dieser Dimension sprechen? Ich will nicht, dass er ausflippt.